glaube, es sind wir jetzt gleich mal sehr gut sagen. Viel Spaß mit den Heide! Oh mein Gott, die schicken mich als erstes raus, ja? Also, ihr könnt euch vorstellen, warum ich hier als erstes rausgeschickt werde. Letztes Jahr auf der Dokumi, das war das unfassbarste Erlebnis, was ich seit ganz, ganz langer Zeit hatte. Das war nicht auf dieser Stage, sondern auf der Live-Stage, aber das war wirklich so verrückt. Und ich kann einfach nicht glauben, dass das noch getoppt werden kann, Leute. Es ist unfassbar. Was wir heute machen, ist unglaublich. Wie ihr schon gehört habt, bin ich nicht alleine da, sondern ich habe zwei von meinen Freunden von den Anime Allstars dabei. Und ihr könnt euch auf Unfassbares gefasst machen, was wir heute für euch vorbereitet haben. Und ja. Ich wurde einfach rausgeschickt, Petra, du musst mal anfangen. Und das mache ich mal. Ich fange an mit einem Song, den ihr alle kennt. Und ich brauche sofort voll eure Unterstützung. Ihr müsst mitsingen, ihr müsst mitschreien, ihr müsst Vollgas geben. Come on. Das ist nicht so leicht, auch noch zu singen, wenn man hier so gerührt ist. Das ist so krass. Ich kann es euch nur sagen, es ist wirklich eine Herausforderung, hier auf dieser Stage zu sehen. Ich danke euch. Es sind ja eine ganze Menge Serien, wo wir
Anime Allstars zusammen mit Andi Knote diese Musik und vor allem diese Intros gesungen haben und Andi das geschrieben hat. Da gibt es eine ganze Menge und in unterschiedliche Charaktere und sicher hat der eine lieber das gehört oder der andere lieber das gesehen. Aber tatsächlich, ich glaube, die nächsten zwei Songs, die ich singen werde, die sind aus einer Serie, wo es um eine sehr, sehr komplizierte Liebesgeschichte geht. Ich glaube, jeder von uns hat schon komplizierte Liebesgeschichten in seinem Leben gehabt. Aber so kompliziert, so wahnsinnig kompliziert wie diese Geschichte, das ist schon krass, oder? Lass mal schauen, ob ihr diese Songs wirklich mitsingen könnt. Zweiten Opener für euch und den packen wir direkt an. Ehre, meinen guten Freund, unfassbar tollen Musiker, unfassbar tollen Sänger anzukündigen. Einen warmen Applaus für Ron von Lankeren! Danke, Petra! Hallo!
Die Frage übrigens nicht, aber ich frage es trotzdem. Wie geht's euch? Geht's euch gut? Ich freue mich so. Und es ist tatsächlich so, wie Petra sagt, nach 20 Jahren circa. Stellt euch das vor, da haben wir das eingesungen, diese Songs. Und der folgende Titel, ich habe gestern von einem Gastfan ein Geschenk bekommen und da ist ein Gesicht drauf, es ist fantastisch, ich freue mich so. Und zwar ist das Gesicht von Jan. Die Kamikaze-Diebin. Und der Song ist für euch. Circa 2 Monaten angefangen, mich wieder mit den Texten auseinanderzusetzen, nach 20 Jahren, ihr müsst verstehen, verzeihen. Und ich hatte tatsächlich 3 Wochen davor einen Traum. Ich konnte fliegen. Und ich habe gedacht, krass, der Text, das habe ich geträumt. Aber bitte macht es nicht nach, das war nur ein Traum. Ich bin aufgewacht und ich konnte fliegen. Ich musste nur schauen, dass ich in Rücklage gehe. Dann hat das funktioniert. Sensationell. Und der nächste Song geht auch davon. Weit, weit weg. Dankeschön. Verlassen dich, du schließt hier oben, bis die Nacht anbricht.
Ich freue mich so, dass ich jetzt sie für euch vorstellen darf. Da kommt die dritte im Bunde. Conny Kreitmeier! Alles klar! Was soll ich da jetzt sagen? Ja, ich kann euch erzählen, ich hab mich wahnsinnig gefreut über die Einladung, als All-Star mitzudürfen auf die nächste Dokumi. Und zuerst mal einen riesen Mega-Applaus für alle, die das überhaupt möglich machen hier. Ich sage euch, von der Bundesbahn bis hier, bis heute, bis hier stehe. Nur super tolle, nette Leute, Wahnsinnsstimmung und ja, merci. Die ist übrigens einer davon. Applaus! Mr. Simon! Und sein ganzes Team. Ja, okay, ich soll ja singen. Ich bin ja nicht zum Spaß hier, ne? Nein, jedenfalls, ich habe Songbestellungen geschickt bekommen. Und jetzt glaube ich, die allermeiste Wünschung war Detective Conan. Mag ich auch am liebsten. Dich gefolgt von Digimon, aber dazu später. Ja, aber jetzt erstmal kommt euer absolutes Highlight. Das habt ihr mir geschrieben, so zahlreich. Laufe durch die Zeit und ich hoffe, ihr seid alle dabei. Musik ab!
jetzt schaue ich mal, wann ihr gleich wieder aufsteht. Ja, dieses kurze Päuschen, das gönne ich euch. Aber nun müsst ihr wirklich bereit sein. Und seid ihr das? Ich habe Dragon Ball Z 2001. Seid ihr bereit? Haha, yeah. Oh, come on. Auf die Bühne kommen. Ladies and Gentlemen, Mrs. Petra Schäfer, the one and only!
passiert, dass wir hier auf der Bühne stehen. Wir kennen uns schon sehr lange, kann man sagen. Und was das Tolle ist, ich spreche jetzt hoffentlich für uns drei, dass wir auch so super Freunde sind. Und es ist auch scheißegal, wie lange uns wir nicht sehen, weil die Zeit ist sehr, sehr schwierig manchmal. But you always in my heart. Und es ist wurscht, wie lange man sich nicht sieht. Es bleibt immer das gleiche Teil. Und dann fahren wir auch mal zusammen ins schöne Düsseldorf. Das hat mich fast. Da kann ich nichts dazu sagen. Doch, du kannst, genau so ist es, ja. Kannst den nächsten Song dann sagen. Ja. Wir singen jetzt einen Song zu dritt, das heißt, wir singen eigentlich zu 5003. Wir singen bestimmt noch mit. Wir werden bei dir sein. Ja. Zu sehen und diese Welt zu verstehen.
Hey, Petra Schiese! Ich muss echt hier einen Schluck nehmen. Meine Lieben, ihr könnt euch nicht vorstellen, durch was wir hier durchgehen gerade. Wir stehen da hinten, die nicht singen jetzt gerade, stehen da hinten und hören, was hier passiert. Hören und wir gucken auch von der Seite so, spicken ein bisschen rein. Das ist so ein unfassbares Gefühl, ich kann es gar nicht sagen, mir ist heiß, kalt, alles passiert. Unglaublich. Ich muss euch einmal so richtig zum Singen bringen. Ich muss euch einmal nochmal so alleine hören, also nicht, ihr singt ja immer mit, ist ja klar, aber ich würde euch gerne nochmal einmal hören. Mit so einem richtigen Shout und den kennt ihr aus einer Serie, die wirklich, glaube ich, ja, die ist mandatory. Und zwar würde ich gerne einmal ein richtiges und voll lautes Wow, One Piece! Okay, jetzt pass auf, jetzt pass auf. Ich zähle euch ein. Wir machen das dreimal und ich mache so eine Bewegung. Unfassbar. Meine Lieben, die nächsten zwei Songs, die ich hier auf der Bühne singe, die sind aus dieser Serie. Und das ist tatsächlich, ja, das fühlt sich ganz, 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 ganz schön an, das jetzt für euch zu singen. Lass mal hören. Ihr seht hier auf der Seite immer so schöne Bilder, das haben wir einfach gar nicht erwähnt jetzt, dass sie da sind. Und ihr habt mitbekommen, dass wir so Figuren haben. Meine Figur, das Petramon, hat die Berna entworfen. Das war sozusagen das erste. Berna, shout out! Das war so cool, dass du das gemacht hast. Und vielleicht kann ich an dieser Stelle auch noch ein klein bisschen Werbung machen. In Halle 17 gibt es einen Stand mit Merch. Mit Con-Shirts von uns mit dem Petramon drauf. Da gibt es richtig schöne Sachen. Also schaut vorbei, das gibt es noch bis 18 Uhr. Und natürlich könnt ihr das auch auf der Seite www.animesongsinconcert.de könnt ihr da gucken. Und auf dieser Seite gibt es auch, und das mache ich jetzt gleich in einem Werbeblock, so rup, 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 hinten ran, gibt es auch Tickets für die Konzerte, die ich mache. Wer von euch war in München? Okay, da höre ich schon einige Stimmen. Aber wir spielen noch in Hamburg, in Köln, in Stuttgart und in Leipzig.
Und ich kann euch sagen, dass das Konzert in Hamburg ist tatsächlich schon ausverkauft, aber für das Konzert in Köln haben wir gestern 300 weitere Tickets rausgegeben, weil wir haben noch ein Stück von der Halle dazu nehmen können, weil das auch bereits fast ausverkauft war. Wenige Tickets nur noch. Das heißt, wenn ihr Bock habt, dann holt euch noch Tickets für diese Konzerte. Das ist unglaublich. Das macht so Spaß. Das ist so krass. Wie schaut's aus? Seid ihr noch für ein frisches One Piece bereit? Achtung! Auch, dass er vielleicht sogar seine Gitarre mitbringt. Begrüßt mit mir nochmal den Ron von Langeren! Ron, wo ist deine Gitarre? Wo ist meine Gitarre? Da ist sie! Vielen, vielen Dank. Ich höre mich gerade nicht auf dem Monitor. Moment. Ist mein Mikro, ja, ist an. Müsste an sein. Ja, danke schön. Vielen Dank, da bin ich. Sehr schön. Vielen Dank an die Technik übrigens. Ich hoffe, euch gefällt der Sound. Wir sind total glücklich. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Genau. Da ist er. Kommt im nächsten Song. Einen brauchen wir noch. Ohne Gitarre. Beim nächsten. Ja, ich denke, ihr singt bei allen Songs mit. Beim nächsten Titel gibt es einen Zweizeiler. Wenn ich den ansinge, bin ich mal gespannt, ob ihr erkennt, welcher Song es ist. Ich denke mal. Es gibt keinen Weg zurück. Unsere Welt spielt heute. Nochmal zusammen. Es gibt keinen Weg zurück. Unsere Welt spielt heute zurück. Jawohl! Tausend Farben über mir, meine Träume.
zur Fern. Wir werden führen, wo die Wolken sanft die See berühren. Auf den Regenbogen fällt, der Stern in diese Welt. Wir springen tausend Farben, funkeln wie ein helles Meerlicht. Jeder Tag sieht anders aus, halte deine Flügel aus. Wir sind schon weit geflogen, landen auf den großen bunten Regenbogen. Als ich den Song geübt habe, habe ich immer gedacht, hoffentlich ist der Nachbar unter mir nicht zu Hause. Dann habe ich mir gedacht, ist mir egal, ihr merkt, ich habe Spaß. Geht's euch gut? Der nächste Song ist fast der Titel so wie mein Name. Fast, ein Buchstabe ist anders. Detective Conan. Führ an, für euch. Denn dir gehört
Lass uns es einmal noch gemeinsam singen, okay? Man muss schweigen. Man muss schweigen, wenn man nichts sagt. Toll mit euch. Dankeschön. Danke. Ich glaube, jetzt machen wir ein bisschen wieder Vollgas mit unserer Conny. Conny Mon, bist du bereit? Ja, here I am. Applaus für Roman. Schau, ich denke, wir brauchen keine Pause jetzt. Wir brauchen Dampf. Diese Song ist für alle euch jungen Leute. Geht euren Weg. Lasst nie aus, in diesem Sinn, aus Digimon. 2001. Geh deinen Weg. Ja. Ich kriege schon weiche Knie, wenn ich das Intro höre.
Ich danke allen Musikern, die das so wahnsinnig toll gespielt haben, denn was ihr hier von Band hört, ist ja eigentlich schon Playback vom Band, aber es wurde live eingespielt. Leute, stellt euch das mal vor! Wir singen hier live, aber das war einfach so im Studio, sind die Musiker da rein zu dem Herrn Andi Knote und haben sich den Arsch abgespielt. Besonders bei der nächsten Nummer, die der absolute Wahnsinn ist. Und ich sage nur eins, Simon und Niklas haben sich das gewünscht. Und natürlich singe ich das für alle mit Leib und Seele, aber ganz speziell für die beiden Lieben von der Dokumi. Viel Spaß und ja, lasst euer Herz weinen. Gib mir noch Zeit. Okay. Bye.
Ärger, es geht mir blendend. Und es wird jetzt gleich noch blendender, wenn Mrs. The One and Only Queen, Mrs. Petra Schäser, eine, ja, eine nicht ganz Weltpremiere, stimmt eigentlich nicht, weil wir haben es gestern schon mal gemacht. Ich habe in München bei dem Konzert, bei dem ersten Anime Songs in Konzert, auf der Bühne ganz flapsig so vor mich hin gesagt, ach, dieser Song ist im Original so kurz und wir fragen an die Knote mal, ob er nicht einen zweiten Vers schreibt. Von meiner Seite, aber soll ich euch was sagen? Andi Knote kam nach dem Konzert zu mir und hat gesagt, im zweiten Vers, ein Logo, den schreibe ich dir. Und hier steht der Text, meine Lieben. Also, wenn wir diesen Song jetzt singen, alle zusammen, logischerweise, weil ihr werdet sowieso völlig ausrasten und mitschreien. Ihr könnt euch eigentlich schon vorstellen, um welchen Song es geht, wenn man von Licht und wenn man von Magie und so spricht, dann, ich glaube, ihr wisst, wovon ich rede. Hell, I'm a slave, Lord, you can't stop.
Das ist so laut in meinem Video, ich kann gar nichts mehr hören. Okay, ich glaube, wir machen das jetzt einfach, weil die Kinder sind so gut. Dann brauchen wir hier nochmal den Text. Yes. Und dann müsstest du das Playback, lieber Matthias, nochmal ein Shoutout an unseren Techniker da hinten, der den Sound macht. Sound macht, der das überhaupt checkt, dass wir das hier singen können. Vielen Dank an die Technik. Dann spielt ihr bitte, anders als auf der Setliste steht, einfach diesen Song jetzt nochmal an. Bedanken, dass er das gemacht hat. Und ich sag euch, es gibt noch was, was ihr vielleicht, wenn ihr gestern geguckt habt oder da wart, auch schon wisst, dass Andi Knote tatsächlich einfach in seinem Speicherkeller, ich weiß es nicht genau, einfach noch originale CDs von damals gefunden hat und die hat er mitgebracht und wir werden von diesen CDs, haben wir gestern schon vier verlost, einfach random an Leute, die irgendwie ausgewählt werden und weitere 12 CDs von diesen alten Anime-CDs mit allen Unterschriften von uns.
verlosen wir derzeit, noch bis zum Ende der Dokumie, verlosen wir das auf unseren drei Instagram-Accounts, nämlich den von der Conny Kreitmeier, den von Ron von Lankeren und den mir, Petra Schäser, Schäserin. Da könnt ihr auf jeden Fall einfach nochmal drunter kommentieren. Da stehen die Teilnahmebedingungen, nennt man das irgendwie, stehen da drauf. Und dann habt ihr vielleicht die Chance, noch eine so eine originale CD. Ich hatte echt Pipi in den Augen, als ich die in der Hand hatte. Diese originalen Dinger, Wahnsinn. Wer hat denn noch originale CDs? Das ist gut, das ist super. Okay, nach diesem Heller als Licht Banger, was soll da noch kommen? Ja, da habe ich jetzt einfach, habe ich jetzt noch einen, den finde ich auch mega Banger und den singe ich jetzt noch für euch. Digimon! Thank you.
Einfach den Ronny rausholen. Ronny! Yes! Hallo! Du löst mich nochmal an. Sehr, sehr gern. Petra, bis gleich hoffentlich. Ich weiß ja nicht, ob wir noch einen singen zusammen. Mal schauen. Das ist vielleicht ein guter Moment, um auch mal vielen Dank zu sagen an alle, die uns Geschenke mitbringen. Wir haben auch gerade wieder ein Geschenk bekommen. Vielen, vielen Dank. Wir freuen uns sehr drüber. Die sind auch ein Geschenk. Von mir gibt es jetzt noch zwei Songs von One Piece. Ich hoffe, ihr kennt den Text besser als ich. Nein, nein, wir kriegen das hin. Der erste Song ist der Opener von der 7. Staffel. Wer weiß, welcher Song das war? Ja, richtig! Dankeschön! Ich hab's vergessen, nein, Mann. Jungle P, absolut! Sensationell! Wir singen weiter! Ich bin bereit. Wir singen weiter rund um die ganze Welt. Es hat wirklich unglaublich Spaß gemacht, diese Songs zu singen. Aber ich habe keine Ahnung gehabt, wie sehr es Spaß macht, sie mit euch zu singen. Vielen, vielen Dank! Wahnsinn! Der nächste Titel ist kein Opener und kein Ending. Es ist ein Song, der mittendrin ist in der Serie von One Piece. Es ist ein Wer war das? Ja, Wahnsinn. Soll ich den singen?
Also wer den ganzen Text kann, der weiß, der hat bestimmt ein paar Tage dran gesessen, so wie ich. Aber es ist ein wunderschöner Titel und ich glaube, der Simon und der Niklas, der hier die Veranstaltung mitführt, die haben sich den Song auch gewünscht. Er sagte nur, oh mein Gott, wenn du den Song singst. Also habe ich mich hingehockt und ich habe den Text gelernt und der ist für euch. Thank you.
lange, wie sagt man dann, auf die lange Schulter spannen? Sagt man das so? Folter, dankeschön. Mein Vater war Holländer. Ich treibe euch jetzt nicht auf die lange Schulter. Nein. Und weiter geht's noch einmal mit der Conny. Und schauen, vielleicht ist der Andi ja da. Wir werden sehen, wir werden sehen. Wie sieht das aus? Ich habe den Andi noch nicht gesehen. Hast du nicht gesehen? Aber wenn er weiter so schön brav mitsingt, vielleicht kommt er noch, ne? Wir machen weiter mit guter Musik von Andi Knote aus dem Album Digimon 2002. Wer war da schon geboren? Wo sind alle Digimon-Fans? Ich sag's nicht an, ihr müsst es erraten. Könnt ihr den Wind spüren? Stimmen sind hier, wohin du gehen musst, das wird.
Wahnsinn. Und ich kann immer
sonst noch so alle auftaucht, je nachdem, ich schau mal rum. Dann habe ich noch eine Sache in eigener Sache anzusagen. Wenn euch gefallen hat, was ich singe und die Songs und ihr vielleicht zufällig am 27. Juli in München seid, dort trete ich, ich darf es jetzt verraten, auf der, oh Gott, jetzt kommt die Aussprache, Kaizuku, ist es richtig? Die Kaizuku Party in München feiern in der Kranhalle, 27. Juli. Das wird dementsprechend der Abriss, könnt ihr wir sehen uns. Und dann haben wir noch einen Werbeblock. Ja, und zwar Ende Oktober, 30. bis 2. November, sind wir auf der Unicorn in Wien. Kommt vorbei, wir haben tierisch Spaß und es wird noch jemand dabei sein, der heute noch nicht da ist. Ihr wisst ja Bescheid. Was reden wir eigentlich? Was reden wir? Ihr kennt uns ja alle schon. Die Tina Frank wird dabei sein. So, das haben wir aber ganz vergessen. Beinahe vergessen, warum wir wieder hier sind. Ja. Sie wollten ja eine Zugabe, oder? Ja, das war doch ein Lauter. Zugabe! 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 Komm mit uns in eine neue Welt. Die Welt.
es lohnt sich, kurz hier zu bleiben. Ladies and Gentlemen, the one and only Mr. Andy Kauter! Leute, was ist los hier? Also ich war die letzten Tage hier so unterwegs und viele von euch haben mir erzählt, wie wichtig die Musik, die wir gemacht haben, für euch war. Dass ihr eure Jugend begleitet hat und so viele schöne Dinge. Aber ich sag euch ganz ehrlich, heute hier zu stehen, für mich und euch zu sehen, wie ihr abgeht, ist Wahnsinn. Und dafür bedanke ich mich von ganzem Herzen. Und jetzt gibt es noch eine kleine Fotosession mit euch. Da seht unsere wunderbare Fotografin Mrs. Julia Schäser. Wir machen erst ein Foto mit dem heiligen Publikum. Und jetzt müssen wir, glaube ich, abgehen, damit wir was zum Angeben haben. Okay, folgt unserer Yumi, die wird euch Zeichen geben, wie ihr euch zu verhalten habt. Ja, am Boden, okay. Ja. Und was machen die hinter uns? Stimmung?